Ich aber sage euch, also der Schiloh, der Messias, der Christus Gottes ist gekommen und führt uns vom Buchstaben zum Kern des Gesetzes und zur Wiederherstellung aller Dinge. Der Buchstabe des Gesetzes ist eine vorläufige Ausdrucksform des Willens Gottes. Da steckt viel mehr drinnen. Der Jesus bringt es mit seinem Ich aber sage euch aus der Bergpredigt dorthin, wo es hingehört. Das heißt, er lehrt eine bessere Gerechtigkeit. Ihr sollt nicht meinen, sagt er, dass ich gekommen sei, um das Gesetz oder die Propheten aufzulösen. Ich bin nicht gekommen, um aufzulösen, sondern um zu erfüllen. Wer nun eines von diesen kleinsten Geboten auflöst und die Leute so lehrt, der wird der Kleinste genannt werden im Reich der Himmel. Wer sie aber tut und lehrt, der wird groß genannt werden im Reich der Himmel. Denn ich sage euch, wenn eure Gerechtigkeit, die der Schriftgelehrten und Pharisäer nicht weit übertrifft, so werdet ihr gar nicht in das Reich der Himmel eingehen. Nur ein Beispiel zu nehmen. Wenn die Gerechtigkeit der Pharisäer und Schriftgelehrten bezüglich des Sabbats reichen würde, indem wir am Sabbat einfach nichts arbeiten, das macht jeder Jude heute noch. Wenn darin das Sabbatgebot bestünde, dann bräuchten wir das Sabbatgebot nur nach den Buchstaben zu halten. Aber eigentlich geht es weit über das hinaus. Und da muss man ergründen, was der Sabbat und die Ruhe Gottes bedeutet, für die wir leben, in die wir hineingehen. Und auf einmal merken wir, da öffnen sich ganz andere Perspektiven noch über den Buchstaben des Gesetzes hinaus. Das heißt, es ist keine Kunst, das Gesetz nach den Buchstaben zu halten. Wir sollen über das hinausgehen, auf den Kern, worum geht es eigentlich. Und bei Ehescheidung, Wiederheirat, ja, es ist keine Kunst, das Gesetz über Scheidung im Alten Testament einzuhalten. Es geht darum, Gottes Willen bezüglich Scheidung und Ehe zu verstehen und zu leben. Das weit über den Buchstaben, über die Zugeständnisse für unser hartes Herz hinausgeht. Und ich mag diesen Vergleich, ihr kennt es denn zumindest die meisten, dass das Gesetz auf Raupen abgestimmt ist, die Bergpredigt aber für Schmetterlinge ist. Der Unterschied ist, Raupen kriechen dauernd auf dem Bauch, fressen Blätter oder irgendetwas und die Schmetterlinge erheben sich in die Lüfte und schlürfen Nektar. Das ist eine ganz andere Lebensform. Der neue Bund ist tatsächlich eine Lebensform so anders gegenüber unserem alten Leben, wie das Leben des Schmetterlings gegenüber der Raupe. Man spricht hier von einer Transformation, ist dasselbe Tier, aber völlig verwandelt in eine ganz andere Daseinsform. Das ist das, was die neue Geburt in uns eigentlich bewirkt. Das Leben aus dem Geist und nicht mehr nach dem Fleisch. Das Bild kann man sich merken, ist, glaube ich, einprägsam. Das ist übrigens von Erik Karl, die kleine Raupe Nimmersatt, wer die Bilder kennt. Das Gesetz wird im neuen Bund nicht abgeschafft, sondern erfüllt und das bedeutet auf das Vollmaß gebracht. Die Auslegung, Christus hat für uns die Gebote gehalten, damit wir sie nicht mehr halten müssen, die man auch da und dort hört, ist grundfalsch. Das Gebot oder das Gesetz zu erfüllen heißt nicht, es zu halten, sondern auf das Vollmaß bringen, zur Vollendung bringen. Eine erfüllte Prophetie ist eine zur Vollendung gebrachte Prophetie. Ein zur Fülle gebrachtes Gesetz ist eins auf das Vollmaß gebrachte Gesetz. Da ist es ans Ziel gekommen, zum eigentlichen Zweck. Im neuen Bund wird nämlich das beseitigt, was Gottes eigentlichen Willen eingeschränkt hat, unser hartes Herz. Wir haben das vorher gesungen, wer hat mein Herz aus Stein so weich gemacht? Das ist weg. Für einen Christen gibt es die Ausrede nicht, ich habe ein hartes Herz, ich bin halt ein Sünder. Die Ausrede, ich bin halt ein Sünder, gilt für den Christen nicht, denn wir sind verändert worden, wir sind verwandelt worden. Wir haben das Gesetz der Sünde noch in uns, unbestritten, wir kennen es. Aber wir brauchen nicht mehr nach dem Fleisch zu leben. Wir sind nicht mehr Schuldner dem Fleisch, dass wir nach dem Fleisch leben müssen, sondern können durch den Geist die Begierden des Leibes töten und ein heiliges Leben führen. Das harte Herz ist beseitigt. Die bessere Gerechtigkeit wird nicht erreicht, wenn wir wie die Pharisäer nur nach dem Buchstaben des Gesetzes gehen, das habe ich zuerst gesagt. Das Ich aber sage euch in der Bergpredigt, zielt immer auf das Herz, auf den vollkommenen und uneingeschränkten Willen Gottes. Darum ist das Gesetz nicht für Nicht-Neugeborene, für Menschen in natürlichen, sündhaften Status. Also das Gesetz ist für die Nicht-Neugeborenen, für die Sünder,
Die Bergpredigt ist für die, die durch den Geist Gottes neu geworden sind. Das ist ein großer Unterschied. Das Gesetz ist nicht für uns. Das Gesetz ist nicht für Gerechte. Das Gesetz ist für die Ungerechten. Wir sind neu gemacht worden. Wir leben jetzt nach der Bergpredigt, nach dem höheren Maßstab. Irenäus formuliert es so: Damit lehrte er aber nichts dem Gesetz entgegengesetztes, sondern erfüllte es und pflanzte uns seine Gerechtigkeit ein. Nur das wäre gegen das Gesetz gewesen, wenn er seinen Jüngern etwas geboten hätte, was das Gesetz verbietet. Wenn er aber befiehlt, nicht bloß das vom Gesetz Verbotene zu vermeiden, sondern auch die Begierden danach, dann steht er nicht im Gegensatz zum Gesetz, wie wir gesagt haben, und löst nicht das Gesetz, sondern erfüllt es, dehnt es aus, erweitert es. Aufs Vollmaß bringen. Das griechische Wort plero bedeutet zur Fülle bringen. Ist ungefähr so, wie wenn man sich vorstellt, ein halbes Glas Wasser und das fülle ich jetzt an, bis es übergeht. Dann ist es voll. Pleros. Vollgemacht. Ja. Das aber löst, wie wir gesagt haben, das Gesetz nicht auf, sondern erfüllt es und erweitert es in uns, sodass man sagen könnte, unseren Herzen sei eine größere Wirksamkeit der Freiheit und vollere Unterwerfung und Ergebenheit gegen unseren Erlöser eingeprägt. Also wir sind noch viel mehr bereit und fähig, willig und bekräftigt, Gottes Willen zu tun, als wir es im Fleisch je gewesen wären oder sein hätten können. Das ist also ein großer Unterschied, alter Bund, neuer Bund. Es beginnt also mit der Verwandlung des Herzens. Ganz entscheidend. Und jetzt geht es in der Bergpredigt darum, auf die Begierden zu achten. Ich habe gehört, dass zu den Alten gesagt ist, du sollst nicht Ehe brechen. Ich aber sage euch, wer eine Frau ansieht, um sie zu begehren, der hat in seinem Herzen schon Ehebruch mit ihr begangen. Ist natürlich klar, wenn ich auf Brautschau bin und ich schaue meine Jungfrau an, eine unverheiratete Frau, dann darf ich schon Gedanken machen, ob ich die haben darf oder nicht. Das ist nicht gemeint. Geht um eine verheiratete Frau, die man nicht. Oder auch nicht nur um Spaß zu vögeln, sondern mit ernsthaften Ansichten darf man natürlich begehren und einen Wunsch haben, ein Streben danach, sie zu gewinnen zur Ehefrau. Unter der Führung und Anleitung Gottes, nach dem Gesetz. Denn das ist der Wille Gottes, eure Heiligung, dass ihr euch der Unzucht enthaltet, dass es jeder von euch versteht, sein eigenes Gefäß in Heiligkeit oder Heiligung und Ehrbarkeit in Besitz zu nehmen, nicht mit leidenschaftlicher Begierde wie die Heiden, die Gott nicht kennen. Dass niemand so weit geht und seinen Bruder in dieser Angelegenheit übervorteilt, sprich einander die Freundinnen ausspannen, denn der Herr ist ein Rächer für alle diese Dinge, wie wir euch zuvor gesagt und ernstlich bezeugt haben. Denn Gott hat uns nicht zur Unreinheit berufen, sondern zur Heiligung. Deshalb, wer dies verwirft, der verwirft nicht Menschen, sondern Gott, der durch seinen Heiligen Geist in uns gegeben hat. Also eine ganz klare Anweisung für junge Christen, in Heiligung zu leben, nicht nach leidenschaftlicher Begierde die Partnerwahl zu treffen, nicht einander die Freundinnen auszuspannen, sondern hier ganz nach Gottes Wort vorzugehen. Und es ist wahr, Gott hat Frauen schön gemacht, damit wir gerne seinen Auftrag erfüllen. Er hat uns nicht gesagt, heirat die nächstbesten schieren Besen, sondern er hat sie schön gemacht, damit wir uns daran freuen können und gerne eine Beziehung eingehen. Aber durch die Sünde haben die Begierden uns das Ruder übernommen und da müssen wir unsere Motive prüfen und umlernen. Es ist ein Umlernprozess, wenn wir aus der Welt ins Reich Gottes kommen, aus dem alten Leben ins neue, dass wir nicht mehr so denken dürfen, wie wir es früher gedacht haben oder wie es rundherum alle tun. Eine verheiratete Frau ist grundsätzlich tabu, da brauchen wir uns nicht einmal ansatzweise an Gedanken machen. Und eine unverheiratete Frau ist auch kein Freiwild, Jagdtrieb und so weiter. Ich meine, schaut euch das Bild an, es ist ein Bild, wo man sich wohlfühlt als Frau. Eher nicht, gell? Aber die Männer stehen da und diese Blicke gibt es tagtäglich zu zigtausenden. Unter anderem auch angeleitet davon, wie Frauen sich anziehen. Schau her, ist die fesch, bist du gescheit, was man da alles sieht. So geht es ja in den Gedanken. Dann wird gepfiffen und alles Mögliche und getuschelt. Das ist nicht gut. Betrachte also, jede Frau soll man als angezogen betrachten, auch wenn sie halb entblößt durch die Gegend geht. Wir sollen in Gedanken sie als angezogen betrachten und die Schamgrenzen
beachten. Nicht, dass mir einer irgendwo hinschauen, was ihnen peinlich ist, auch wenn sie so gekleidet sind, als ob. Die Schamgrenzen respektieren, jede Frau, jeden Mann als angezogen betrachten. Und umgekehrt, wir sollen uns eben auch so bekleiden, dass wir nicht bewusst erotische Signale aussenden, dem durch Schnitt und Blickflinge gerade die sogenannten erogenen Zonen betont werden. Wie gesagt, die Modeindustrie macht das absichtlich und darum müssen wir da aufpassen. Also Achtung auf die Begierden. Die Begierden sind quasi das Einfallstor jeder Sünde. Die Begierde, wenn sie empfangen hat, gebiert die Sünde und die Sünde den Tod, sagt Jakobus. Also es geht über die Begierde. Hier müssen wir einen Fokus setzen in unserer Selbstbeobachtung und Selbstbeherrschung. Und es gibt im Neuen Testament einen Scheidungsgrund. Es ist auch gesagt, wer sich von einer Frau scheidet, der gebe ihr einen Scheidebrief. Ich aber sage euch, wer sich von seiner Frau scheidet, ausgenommen wegen Unzucht, der macht, dass sie die Ehe bricht. Und wer eine Geschiedene heiratet, der bricht die Ehe. Matthäus 5, 31 bis 32. Wir sind bei uns so gewöhnt, dass die letzte Instanz der Richter ist auf der Erde, aber die letzte Instanz beim Ehegericht ist Gott. Kein Gericht auf Erden kann oder darf auflösen, was Gott verbunden hat. Das ist eine Anmaßung. Das ist eine Anmaßung, wenn ein irdischer Richter meint, er kann eine Ehe auflösen. Das ist lächerlich. Kann er nicht. Christus grenzt die unbestimmten Scheidungsgründe des Gesetzes ein auf einen einzigen, Unzucht. Das griechische Wort ist Porneia, Hurerei. Porne, das ist eine Hure, eine Prostituierte. Pornografie ist Hurendarstellungen, Darstellung von Hurerei. Porneia, jede Form von dieser Art der Unzucht. Im Gegensatz zum mosaischen Gesetz darf der geschiedene Partner bei allen anderen Scheidungsgründen nicht erneut heiraten. Warum? Es wäre Ehebruch. Es bedeutet, die Ehe bleibt vor Gott auch trotz Scheidung aufrecht. Harte Geschichte. Das heißt, wenn der Richter uns scheidet, wegen irgendeiner Sache, ist irrelevant, vor Gott besteht die Ehe. Und ob Scheidung aufgrund von Unzucht eine spätere Wiederheirat erlaubt ist, dann mal später behandeln. Das habe ich hier noch in der Folie, lasse ich es noch kurz offen. Aber grundsätzlich gilt, ein Richter kann eine Ehe nicht auflösen. Wer eine Geschiedene heiratet, bricht die Ehe. Einziger Scheidungsgrund, der vor Gott erlaubt ist, ist Ehebruch. Paneia. Unzucht. Eigentlich nicht Ehebruch, sondern Unzucht. Man muss ja aufpassen, es wird oft schlampig in der Sprache verwendet. Mir passiert es auch so, weil der Sprachgebrauch unter Christen ist ja, wegen Ehebruch kannst du scheiden lassen. Na, wegen Unzucht. Nicht Ehebruch. Ehebruch auch, ja. Ehebruch ist auch Unzucht. Aber Unzucht ist breiter. Und das sehen wir jetzt hier. Scheidungsgründe in der Welt von der Seite trendich.at. Das sind insgesamt 60 Scheidungsgründe. Wollen wir jetzt nicht alle durchgehen. Das meiste sind Lappalien, das andere sind schmerzhafte Dinge oder was auch immer. Aber rot hervorgehoben habe ich das, was dem Bereich Unzucht entsprechen würde. Zum Beispiel Verletzung der Treuepflicht. Oder Bordellbesuche, 29. Oder eine bloße Freundschaft, die aber den objektiven Anschein einer ehewidrigen Beziehung erweckt. Den objektiven Anschein, nicht den subjektiven, sondern wo wirklich alle merken, ja, da ist mehr dahinter. Ja. Eine bloße Freundschaft, die aber den objektiven Anschein einer ehewidrigen Beziehung erweckt. Oder freundschaftliche Beziehungen zum anderen Geschlecht gegen den ausdrücklichen Willen des anderen Ehegatten, auch wenn diese nicht sexuell sind. Das ist ein wichtiger Punkt, ich finde das ein guter Punkt hier drinnen. Oder auch Verlangen von Perversionen im Ehebett. Auch das, woher hat man das? Also diese Dinge sind in dem Bereich von Porneia anzusiedeln. Der Rest von den Beschimpfungen, grundlose Eifersucht, Ausplaudern von Intimitäten, dauernde Interessenlosigkeit, beharrliches Schweigen, etc., pp., Rechthaberei und notorisches Nörgeln. All das sind keine biblischen Scheidungsgründe, aber Gründe, warum man sich in der Welt trennt. Aber das, was ich hier rot hervorkommen habe, entspricht in etwa dem, was Porneia so umfasst. Und nochmal von Tertullian, dieses Zitat, wo ist jenes, sicher nur aus der Sittlichkeit erblühte Glück der Ehen,
dass fast 600 Jahre hindurch von Gründung der Stadt Rom an keine Frau einen Scheidebrief schrieb. Jetzt hingegen ist bei den Frauen kein Glied von Gold unbelastet und vom Weingeruch kein Kuss frei. Die Scheidung aber ist bereits Gegenstand der Wünsche, gleichsam wie eine natürliche Folge der Ehe. Es kommt aber noch was. Mittlerweile ist es so, und das habe ich auch aus irgendeiner Zeitschrift, Internet, stimmt plus minus, jede dritte Ehe wird mittlerweile geschieden, in den Städten ist es mehr, am Land weniger. Die meisten Ehen nach durchschnittlich 15 Jahren. Getrennt wird sich oft, wenn Kinder kommen und dann wieder, wenn die Kinder einen verlassen. Und jetzt haltet euch fest, 7 von 10 Scheidungen werden von der Frau eingereicht. Das heißt, die Unzufriedenheit wird den Frauen auch durch die Welt, durch die Gesellschaft, durch den Feminismus dermaßen stark eingepflanzt, dass sie viel eher dazu neigen, eine Beziehung oder eine Ehe aufzulösen als Männer. Deutlich mehr. Vielleicht auch deshalb, weil Männer nicht ganz so anspruchsvoll sind, ich weiß es nicht, aber es ist tragisch. 70%, ist nicht von mir die Zahl, aber es entspricht meiner Wahrnehmung aus meinem Freundes- und Bekanntenkreis, wo es viele Geschiedene gibt und in überwiegenden Zahl der Fälle die Frau es wollte. Auch die Frau untreu war. 5 Hauptgründe, warum Männer sich scheiden lassen. Warum lassen Männer sich scheiden? Was ist da der Grund? Na, es gibt so viel Streit. Wichtig ist, dass Frauen und Männer konstruktiv an ihren Problemen arbeiten. Herrsche nur noch ein Klima von Kritik und Verteidigung, fühle sich keiner der beiden mehr sicher und geschützt in der Beziehung. Ich zitiere das an Artikel heraus. Ja. Also es gibt so viel Streit, ist einer der Hauptgründe, warum Männer sich scheiden lassen. Es gibt so wenig Streit, ist der zweite Grund. Ja, auch das Gegenteil kann zur Trennung führen. Streitvermeider laufen oft laut Clinton Power Gefahr, ihre Konflikte in sich hineinzufressen. So würden Männer, die sich scheiden lassen wollen, oft schon lange einen inneren Groll mit sich herumtragen. Und auch umgekehrt trifft das zu, dass man es nicht ausspricht, dass man Kontroversen nicht austrägt. Und dann explodiert es einfach. Im Bett ist tote Hose. Klar ist Sex Männern wichtig. Der Eheberater weiß, wenn die Intimität in der Beziehung flöten geht, fühlen sich viele Männer entmachtet, frustriert, depressiv oder hoffnungslos. Sie werden betrogen. Ein Seitensprung bedeutet oft das Aus für eine Beziehung. Betrogene Männer fühlen sich laut Power in ihren Selbstwert gekränkt und sie zweifeln an allem, was die Beziehung jemals ausgemacht hat. Zu reparieren sei dieser Bruch nur mit sehr viel Beziehungsarbeit. Es ist anders für einen Mann betrogen zu werden, als für eine Frau betrogen zu werden, weil das Klischee irgendwo da ist, dass Männer fremd gehen und dass es irgendwie gesellschaftlich mehr im Sinne eines Kavaliersdeliktes oft gesehen wird, wo es genauso schmerzhaft ist. Aber es ist eine andere Bewertung. Aber es ist erstaunlich, wie viel Ehebruch seitens der Frauen geschieht, was dann eben nicht so thematisiert wird. Grundsätzlich gilt ja heute, böse ist einmal der Mann. Aber das ist auch feministische Ideologie. Böse sind wir alle, es gibt keinen, der Gutes tut. Sie werden nicht mehr bewundert und das ist ein wesentlicher Punkt. Männer streben immer wieder nach Anerkennung, wenn sie diese in der Ehe nicht bekommen, grenzen sie sich ab. Power erklärt, dass sie sich die Bestätigung dann woanders suchen. Das treibe sie oft zu einer anderen Frau oder zu zeitraubenden Hobbys oder diesen und jenen. Ja. Ein Mann will respektiert und bewundert werden, das ist normal so. Wenn das nicht gegeben ist, wenn er von seiner Frau nur Sarkasmus erlebt statt Orgasmus, blödes Wortspiel, dann ist es aus mit ihm, ja. Das funktioniert dann auch nicht. Ich sage nicht, dass das Scheidungsgründe sind nach der Bibel. Überhaupt nicht. Das sind keine biblischen Scheidungsgründe. Es ist nur frustrierend. Und die Leute leiden drunter. Sünde ist grundsätzlich hässlich und macht hässlich. Und sie macht uns die Liebsten zu Feinden, das Heim zu einem Gefängnis. Was anfangs der Säuseln der Liebe war oder was doch nur Begierde, ging es um mich oder um seine, ihre Vorstellungen, wie ich sei oder werden soll? So viele Verletzungen, kleine Sticheleien und tiefgehende Kränkungen. So sieht es aus, wenn wir unser Leben nicht unter Gottes gute Führung stellen. Das ist einfach die Folge. Sind wir wieder bei dem Thema, was die Sünde in uns anrichtet. Scheidung ist ein Krebsgeschwür, das um sich greift und auch unter Christen so gebräuchlich wie in der Welt. Das ist eine amerikanische Statistik. Evangelicals, Mainline, Black Protestant, Catholic, Jewish, Other, Nones, Non-Denominationals. Da sind wir so
im Schnitt ein bisschen über 40% Scheidungsrate unter Christen in Amerika. Das ist ein Hammer. Das ist wirklich viel. Jetzt zeige ich euch aber etwas. Bei den Hutterern liegt die Scheidungsrate bei unter 1%. Bei den Mennoniten bei unter ca. 3%. Die Mennoniten sind etwas breiter von, also die gibt es in verschiedenen Härtegraden. Da ist ein bisschen höher, wenn man alles zusammenzählt. Bei den Amischen gibt es überhaupt keine Scheidung. Die ist strikt verboten, das ist ein sofortiger Gemeindeausschluss. Alternativ zur Scheidung gibt es eine räumliche, zeitliche Trennung, aber es wird nicht als geschieden betrachtet. Eine räumliche, zeitliche Trennung, mit der kann man leben, das kann teilweise wirklich eine sinnvolle Maßnahme sein, wenn etwas gar nicht geht, gut. Zum Schutz und zur Bewahrung. Aber wenn man es anschaut, die haben aber auch alle eine sehr strikte Lehre zum Thema Ehescheidung und Wiederheirat. Das sind Gemeinden, denen ist es ein Anliegen, bei denen steht Familie und Kinder in hohem Kurs. Die leben abgesondert von der Welt und lassen sich nicht von den Maßstäben der Welt in dem Maß leiten, wie es die Mainstream-Kirchen machen, die Evangelikalen, die Protestanten, die Katholiken, wie auch immer sie in der Gesellschaft eingebettet sind und damit assimiliert sind. Und ja, man kann so viel reden und leiden, die bösen Männer. Da gibt es eine Stelle aus 1. Samuel 25. Es war aber ein Mann in Maon, der hatte sein Gewerbe in Karmel und dieser Mann hatte ein sehr großes Vermögen und er besaß 3000 Schafe, 1000 Ziegen. Und er ließ gerade seine Schafe in Karmel scheren und der Name dieses Mannes war Nabal. Der Name seiner Frau aber war Abigail. Und sie war eine Frau von gesundem Verstand und von schöner Gestalt. Der Mann aber war hart und boshaft in seinem Tun und war ein Kalebiter. Und der David hat sich vom Kaleb ein bisschen Verpflegung für seine Leute erbeten, weil sie haben unentgeltlich einen Wachdienst für die Herden getan, haben sich ein bisschen um sie herumgestellt, ein bisschen beschützt, aufpasst, dass nichts passiert. Aber er ist brüsk abgewiesen worden von Nabal. Und da hat der David, auch ein Heferl, auch nicht richtig gesagt, ne, die bringe ich alle um. Alles, was an die Wand bist, da schlage ich. Und da ist dann die Abigail gekommen und hat vermittelt und hat vor David für einen Mann ein Wort eingelegt und interessante Aussage gemacht. Ach, mein Herr, auf mir sei diese Schuld und lass doch deine Magd vor deinen Ohren reden und höre die Worte deiner Magd. Mein Herr, achte doch nicht auf diesen Mann Belials, den Nabal, denn er ist, wie sein Name heißt, Narr. Das ist sein Name und Narrheit ist bei ihm. Und es wird geschehen, wenn der Herr meinem Herrn handeln wird nach all dem Guten, das er dir versprochen hat, dich zum Fürsten über Israel bestellen wird, so wird es dir nicht zum Anstoß sein, noch zum Herzensvorwurf für meinen Herrn, dass er ohne Ursache Blut vergossen und dass mein Herr sich selbst geholfen hat. Wenn nun der Herr meinem Herrn wohltun wird, so gedenke an deine Magd. Abigail hat sich schützend vor ihrem Mann gestellt, aber sie hat sich keine Illusionen gemacht. Ihr Mann war ein Koffer. Mein Mann ist leider ein Dummkopf, ja. Sie war eine kluge Frau, aber sie hat ihm die Treue gehalten, obwohl er ein Dummkopf war. Glaubst du, war das angenehm für die Abigail, diese Vermittlungsoption? Sie hat sich geniert für ihren Mann. Aber das ist passiert. Es passiert, dass Frauen sich für ihre Männer schämen müssen. Es sind solche Wappler. Unbrauchbar, ständig besoffen, reden nur groß und tun nichts, unzuverlässig, was auch immer uns einfällt, ja. Es ist keine schöne Sache, für eine Frau mit einem nahen und Großsprecher verheiratet zu sein. Wie ist es, wenn man gottesfürchtig und verständig ist? Und das war Abigail, die hat genau gewusst, Gottes Plan für David, die hat es durchschaut, die hat Gottes Willen erkannt. Wie ist es, so zu sein und sich für einen eigenen Mann so schämen zu müssen? Was sie hat ihm die Treue gehalten, bis ihr Mann tot war. Dann hat der David sie geheiratet, ja. Aber sie hat ihm die Treue gehalten, obwohl es schwer war. Vielleicht hat sie auch Angst vor ihm gehabt, weil er unberechenbar ist. Kann man schon vorstellen, dass der Nabal boshaft in seinem Tun vielleicht unberechenbar auch war. Da muss man mal schauen, wie ist er denn heute drauf? Ich gehe ein bisschen aus dem Weg. Ich hab ein paar Ziegen zu melken. Braucht ein bisschen länger heute. Geh jetzt nicht heim ins Zelt. Ich warte, bis mein Mann seinen Rausch ausgeschlafen hat, bis er sich beruhigt hat. Kennt man alles, ja? Die Abigail ist ein Vorbild im Umgang mit einem fürchterlichen Mann. Aber es gibt auch die bösen Weiber. Da muss man Weiber sagen.
steht hier auf dem, das hat man gedruckt im 16. Jahrhundert, so biblische Kernsprüche zum Auswendiglernen. Ich wollte lieber bei Löwen und Drachen wohnen, als bei einem bösen Weib. Aus dem Jesus Sirach. Und das natürlich ist ein bisschen ein polemischer Text oder ein bisschen überzeichnet, aber beschreibt, was auch da auf der anderen Seite schlimm sein kann. Jede Wunde, nur keine Herzenswunde. Jede Bosheit, nur keine Frauenbosheit. Jeder Angriff, nur kein Angriff von Hassenden. Und jede Rache, nur keine Rache von Feinden. Kein Kopf ist schlimmer als der Kopf einer Schlange. Und keine Wut geht über die Wut einer Frau. Lieber will ich mit einem Löwen oder Drachen zum Haus zusammenhausen, als bei einer bösen Frau wohnen. Die Bosheit einer Frau verändert ihr Aussehen und verfinstert ihr Gesicht, wie das einer Bärin. Inmitten seiner Nächsten wird ein Mann sich niederlassen und unwillkürlich seufzt er bitterlich. Klein ist jede Bosheit im Vergleich zur Bosheit einer Frau. Das Los des Sünders möge sie treffen. Wie ein sandiger Aufstieg für die Füße eines älteren Menschen, so ist eine geschwätzige Frau für einen stillen Mann. Fall nicht herein auf die Schönheit einer Frau und verzehr dich nicht nach einer Frau. Zorn, Schamlosigkeit und große Schande bringt es, wenn eine Frau für ihren Mann aufkommt, sprich wann ein Mann sie nicht selber halten kann. Ein bedrücktes Herz und ein mürrisches Gesicht und eine Wunde für das Herz ist eine böse Frau. Schlaffe Hände und weiche Knie, das ist eine Frau, die ihren Mann nicht selig preist. Mann will Respekt. Von einer Frau kommt der Anfang die Sünde und durch sie sterben wir alle. Gib dem Wasser keinen Abfluss und einer bösen Frau keinen Freiraum. Wenn sie sich nicht von deiner Hand führen lässt, trenne sie von deinem Fleisch. Und da haben wir damals einen alttestamentlichen Scheidungsgrund, auch warum Männer ihre Frauen entlassen haben. Es gibt Frauen, mit denen hält man es nicht so besonders gut aus. Vielleicht kennt sie auch solche, die so richtige Zangen sind. Es ist natürlich poetisch, es ist ein bisschen übertrieben und spricht aus dem Herzen und aus der Erfahrung vieler Menschen. Es ist natürlich nicht alles, was Sirach zum Thema Ehe sagt. Und die Schrift, aber und es ist ja nicht so, dass nur die Frauen böse sind. Nabal war auch böse. Die sind alle böse. Aber es ist halt eine andere Art der Bosheit. Eine andere Art der Bosheit. Die physische Gewalt der Männer, die psychisch subtile der Frauen. Aus all dem, wisst ihr, aus all dem will der Herr uns erretten. Wenn man das anschaut, dann denke ich mir um Himmels Willen, warum sind Menschen so gemein zueinander? Aber er will uns erretten aus dem. Versöhnung mit Gott ist die Basis für die Versöhnung untereinander. Und dann kommt die gesunde, gute Ordnung in Ehe und Familie. Das heißt, ihr Frauen ordnet euch euren Männern unter, wie es sich gebührt im Herrn. Ihr Männer liebt eure Frauen und seid nicht bitter gegen sie. Man sieht ja bei Jesus hier ein bisschen dieses Bittere. Ja? Verletzte Bittere. Na, soll man nicht sein, liebt sie. Lebt in Einsicht bei ihnen als einem schwächeren Gefäß. Ihr Frauen ehrt eure Männer. Dann läuft es, dann kann es gut gehen. Kolosser 3, 18 bis 19. Es gibt Gnade, es gibt Versöhnung, wenn sich beide unter die gute Hand Gottes fügen. Und jetzt haben wir die Scheidung. Es passiert, Ehebruch, Pornea, es gibt eine Scheidung. Und seine Jünger fragten ihn zu Hause nochmals darüber. Und er sprach zu ihnen, wer seine Frau entlässt und eine andere heiratet, der bricht die Ehe ihr gegenüber. Wenn eine Frau ihren Mann entlässt und sich mit einem anderen verheiratet, so bricht sie die Ehe. Also, grundlegende Aussage in praktisch allen Evangelien, außer bei Matthäus, wo man ein bisschen was hinterfragen kann, ist ganz klar, Scheidung erlaubt keine Wiederheirat. Keine Wiederheirat nach einer Scheidung. Warum? Weil die Ehe nicht aufgelöst ist. Wer hat die Macht, das aufzulösen, was Gott zusammengefügt hat? Eine unerlaubte Scheidung ist also keine Scheidung und darum gilt die Ehe vor Gott weiterhin als aufrecht. Und das ist einsichtig. Da könnte man sich einigen, das ist im Prinzip sehr einfach. Aber wie ist es, wenn man einen Ehepartner wegen Unzucht entlassen hat? Darf dann der Unschuldige wieder heiraten? Darf der Unschuldige wieder heiraten? Ist er unschuldig überhaupt? Ist man, wenn der Ehepartner Ehebruch begeht, ist der andere dann wirklich unschuldig dran oder hat er ihn in diesen Ehebruch vielleicht so oder so getrieben? Warum geht der Ehepartner fremd? War er nicht zufrieden mit dir? War meine Frau nicht zufrieden mit mir? Muss ich mir immer fragen. Also es gibt, glaube ich, keinen Unschuldigen in solchen Fällen oder sehr, sehr selten. Anders gefragt, bezieht sich die Ausnahme zum Bleiben in der Ehe nur auf die Scheidung
oder auch auf die Wiederheirat. Da haben wir alle Stellen beisammen aus den Evangelien und auch aus dem 1. Korinther 7. Und es gibt zwei Verse, wo es drinnen steht, wenn eine Frau sich von einer Frau scheidet, ausgenommen wegen Unzucht, dann macht er sie die Ehe bricht. Ansonsten ist ganz klar, Lukas 16, 18 zum Beispiel, jeder, der sich von seiner Frau scheidet und eine andere heiratet, der bricht die Ehe. Und jeder, der eine von ihrem Mann geschiedene heiratet, der bricht die Ehe. Das ist kategorisch. Das ist überall so kategorisch. Eben Matthäus ist die ausgenommen wegen der Unzucht, was sich auf die Scheidung bezieht. Nicht unbedingt auf die Wiederheirat. Wir können wegen der Unzucht den Ehepartner oder die Ehe unterbrechen, wegschicken. Das ist gegeben. Aber das Zeugnis ist sonst sehr eindeutig, keine Wiederheirat. Wie geht's da? Grundsätzlich ist eine Scheidung, ist ein schönes Bild, gell? Grundsätzlich ist eine Scheidung gegen Gottes Willen. Denn was Gott zusammengefügt hat, darf der Mensch und auch kein Richter der Welt trennen. Wegen der Herzenshärtigkeit war im Gesetz jeder Scheidungsgrund möglich. Sprich Jesus Sirach, meine Frau ist so unsagbar böse und gemein zu mir, heul, heul, winsel, winsel, na, ich trenne mich. Ja? Ja Mensch, soll auch nicht so wehleidig sein. Gell? Aber das ist eine Form der Scheidung damals gewesen aufgrund des harten Herzens. Jede Wiederheirat ist per se ein Ehebruch, Lukas 16, 18. Scheidung bei Unzucht oder Ehebruch ist möglich. Und es gilt, einen Geschiedenen zu heiraten, ist Ehebruch. Die Ehe bleibt aufrecht bis zum Tod des Ehepartners, Römer 7, 1 bis 3. Und Ziel nach der Scheidung ist Versöhnung, weshalb die Geschiedenen unabhängig von der Schuldfrage ledig bleiben sollen. Frage, 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 Frage. Grübel, grübel, grübel. Schwieriges Thema, weil es ja wahnsinnig tief in die persönlichen Bedürfnisse hineingeht. Man leidet ja drunter. Es ist ja nicht so, dass man locker ledig bleibt. Da ist ja ein Loch in einem drinnen. Erlaubt aber eine erlaubte Scheidung aufgrund von Unzucht nicht automatisch eine Wiederheirat. Das meinen viele. Ist mit Ehebruch die Ehe nicht bereits zerbrochen? Und da ist eben das, was ich jetzt gesagt habe, Achtung. Ehebruch ist ein deutsches Wort, das griechische ist Porneia, Hurerei, also der Grund einer Scheidung erlaubt. Und es ist eine unsaubere Sache, dass wir teilweise im Sprachgebrauch unter Christen, wenn man das Thema nimmt, ja, Scheidung ist erlaubt bei Ehebruch, bei Unzucht. Das ist breiter. Und Ehebruch, die Ehe ist eh schon hinig, ist eh schon gebrochen, ja, kann man es nicht mehr brechen, wenn es eh schon gebrochen ist. Versteht ihr, was da so als Denkmuster, das Auslegungsmuster oft läuft. Nein, die Ehe ist mit Porneia, mit Unzucht noch nicht gebrochen. Die Ehe ist aufrecht, sie ist nur als ein Treuebruch passiert. So wie die Ehe nicht automatisch gebrochen war zwischen Gott und seinem Volk, wie die Israeliten das erste Mal einen Götzen angebetet haben. Hat er geschimpft mit denen, hat er den Propheten geschickt, tut es das nicht mehr, hat ihnen vergeben. Nur haben sie halt festgehalten an dem. Und erst dann hat er sie entlassen, mit dem Ziel, sie wieder aufzunehmen. Der einmalige Fall einer Unzucht ist noch kein Ehebruch. Also ist Ehebruch, ja, aber bricht die Ehe nicht. Es ist Ehebruch, aber bricht die Ehe nicht. Nein, es macht die Ehe nicht kaputt. Es ist unser Wort Ehebruch. In unserem deutschen Wort Ehebruch steht das Brechen drinnen, nicht im Griechischen oder Hebräischen. Porneia, Hurerei, Unzucht. Was Ehebruch beinhalten kann, erlaubt Scheidung, wenn es fortgesetzt ist. Ich glaube, ein einmaliger Punkt kann man vergeben, kann man drüber reden. Aber es kann bei Fortgesetzten auf jeden Fall notwendig sein, sogar sich zu trennen. Wer geschieden ist und heiratet, der ist ein Moichos, ein Apostat oder Ehebrecher, bricht also den Ehebund. Der Ehebund wird erst bei einer erneuten Heirat gebrochen. Versteht ihr das? Erst mit einer erneuten Heirat wird der Ehebund gebrochen. Nicht mit der Scheidung. Die Scheidung bricht oder beendet den Ehebund noch nicht. Eine erneute Heirat bricht die Ehe. Der Unterschied zur Unzucht, die auch Ehebruch ist oder umfasst, ist das Eingehen eines neuen Ehebundes, der illegitim ist, solange der erste Ehepartner noch lebt. Also nochmal, relativ, ganz einfach, um das durchzugehen. Das war eine Frage übrigens, die ich mit den Brüdern von Norden ein bisschen diskutiert habe. Bin gespannt, was ich da für Feedback von Ihnen bekomme. Aber
Löst Hurerei die Ehe auf? Na, sie haben die Antwort noch nicht gekriegt. Ich habe ihnen gesagt, nein, ich sag's euch jetzt nicht am Telefon. Ich schicke euch die Vorträge. Ja, aber ich schicke euch die Vorträge, dann könnt ihr euch das anschauen. Die Frage ist, löst Hurerei die Ehe auf? Sag ich nein. Hurerei löst die Ehe noch nicht auf. Löst eine Scheidung die Ehe auf? Nein, denn wer einen Geschiedenen heiratet, bricht die Ehe. Erlaubt eine Scheidung aufgrund von Hurerei eine neue Heirat? Zurück zur obersten Frage. Löst Hurerei die Ehe auf? Nein. Löst eine Scheidung die Ehe auf? Nein. Erlaubt eine Scheidung aufgrund von Hurerei eine neue Heirat? Zurück zur obersten Frage. Wie oft müssen wir das durchgehen, bis wir es verstanden haben? Es ist sehr klar. Hurerei oder Unzucht löst die Ehe nicht auf. Eine Scheidung löst die Ehe nicht auf. Das Einzige ist, Unzucht erlaubt eine Scheidung. Aber Scheidung löst die Ehe nicht auf. Weil einen Geschiedenen zu heiraten bedeutet, man bricht die Ehe. Das ist für mich die ganz eindeutige Antwort auf die Frage. Wäre es weiter gesponnen, dann nicht praktisch, wenn der andere wieder heiratet, existiert meine Ehe ja nicht mehr, oder? Die Frage ist eine offene Sache. Die beantwortet sich aus meinem Grund daher, dass die erste Frau nicht mehr zurückgenommen werden darf im Gesetz. Über das kann man nachdenken. Das ist noch eine offene Frage bei mir. Aber Ziel ist es, das, was hier steht, es werden nicht alle Fragen beantwortet, auch in der Neuen Testament nicht. Aber das ist eine sehr klare Richtung. Jay Adams zum Beispiel hat, das war das erste Zitat am Anfang in seinem Buch Ehescheidung, Wiederheirat, diese Position vertreten, die du gerade angesprochen hast, wenn Versöhnung nicht mehr möglich ist. Bin unsicher diesbezüglich. Das ist eine Sache, die kann ich nicht beantworten. Aber das kann ich beantworten. Justin der Märtyrer schreibt in der ersten Apologie, also sind nach dem Urteil unseres Lehrers sowohl die, welche vom menschlichen Gesetz, eine vom menschlichen Gesetz erlaubte zweite Ehe schließen, Sünder, als auch die, welche eine Frau ansehen, um sie zu begehren. Denn nicht nur wer tatsächlich die Ehe bricht, ist nach ihm verworfen, sondern auch wer Ehe brechen will. Da Gott nicht bloß die Handlungen, sondern auch die Gedanken offenbar sind. Und gar viele Männer und Frauen, die von Jugend auf Schüler Christi gewesen sind, bleiben mit 60 oder 70 Jahren keusch. Und ich getraue mir, solche in jedem Stand von Menschen aufzuweisen, ganz zu schweigen von der unzähligen Menge derer, die nach einem zügellosen Leben sich bekehrt und diese Grundsätze angenommen haben. Denn nicht die Gerechten und Enthaltsamen hat Christus zur Sinnesänderung berufen, sondern die Gottlosen, die Ausschweifenden und die Ungerechten. Denn so hat er gesprochen, bin ich gekommen, Gerechte zur Buße zu berufen, sondern Sünder. Will doch der himmlische Vater die Buße des Sünders mehr als seine Bestrafung. Und das ist wieder so zu betonen, es ist wichtig, zur Umkehr zu kommen. Das menschliche Gesetz sagt, es ist nicht ausschlaggebend. Das menschliche Gesetz hat für uns keine Bedeutung, was Ehescheidung und Wiederheirat betrifft. Nichts. Wir richten uns nach Gottes Wort. Egal, was Gottes Wort gebietet, Kriegsdienst oder Eidschwüre zum Beispiel, noch das, was es uns erlaubt, Scheidung, Wiederheirat, Abtreibung, ist von uns von Bedeutung. Wir haben Gottes Wort als Maßstab und der Staat kann Gesetze schreiben, so viel er will. Das interessiert mich nicht. Wir haben Gottes Wort zu befolgen und alles, was im staatlichen Gesetz nicht Gottes Wort widerspricht, dann das werden wir tun. Ja? Aber alles, was gegen Gottes Wort ist, werden wir nicht tun und alles, was es uns gegen Gottes Wort erlaubt, werden wir nicht tun. Das menschliche Gesetz ist nicht der Maßstab. Es geht um die Verwandlung des Herzens und die Reinheit der Gedanken, um die neue Geburt. Und es geht um ein Leben in Keuschheit und Enthaltsamkeit. Das ist nicht nur zumutbar, sondern es ist erfüllend, wenn es im Glauben angenommen wird. Das heißt, es geht. Es macht eigentlich etwas mit uns. Es ist gut für uns, wenn es die Umstände erfordern, wenn es nicht anders geht oder wenn wir freiwillig uns dafür entscheiden, ein enthaltsames Leben zu führen. Gott will unsere Umkehr und unser Leben mehr als unsere Bestrafung. Er ist immer offen für uns, dass wir uns beim Kreuz treffen, so wie es hier auf dem Bild ist. Das Kreuz ist das, was uns mit dem Vater im Himmel verbindet und diese Brücke schlägt. Ja, viele haben Fehler gemacht, viele haben gesündigt. Niemand ist ohne Sünde. Aber das Kreuz überwindet jede Sünde. Was aber den Ausspruch betrifft, sagt Clemens von Alexandria, nicht alle fassen dieses Wort.
Denn es gibt zur Ehe Untüchtige, die so geboren wurden, und es gibt zur Ehe Untüchtige, die von den Menschen untüchtig gemacht wurden, und es gibt Untüchtige, die sich um des Himmelreichs willen selbst dazu gemacht haben. Wer es zu fassen vermag, der fasse es. So wissen sie nicht, dass nach einem Wort über den Scheidebrief einige ihn fragten. Also jetzt bringt er diese schöne Aussage über die Keuschheit in den Zusammenhang zurück. Dann was ist denn gegangen bei dem Text? Sie fragten ihn, wenn es mit der Frau sich so verhält, so ist es für den Menschen nicht gut zu heiraten. Und dass darauf der Herr sagte, nicht alle fassen dieses Wort, sondern nur die, denen es gegeben ist. Denn die Fragenden wollten gerade dies wissen, ob er gestattet, dass man, wenn eine Frau wegen Unzucht verurteilt und verstoßen worden ist, man eine andere heirate. Aha, wenn ich meine Frau wegen der Unzucht entlassen habe oder hätte, bin ich dann frei, eine andere zu heiraten? Und der Antwort ist, fassen nicht alle, aber pass auf, es gibt Menschen, die können keine Ehe eingehen, weil sie so geboren sind. Zeugungsunfähig, verstümmelt oder was auch immer, geistig behindert, die können nicht heiraten. Es gibt Menschen, die sind durch einen Menschen zur Ehe untüchtig gemacht worden. Und es kann passieren, dass der Rabbi beim Beschneiden ausgerutscht ist, zum Beispiel, oder aber, dass man durch eine Scheidung in einen Stand gebracht worden ist, wo ich gebunden bin, solange mein Ehepartner lebt und ich nicht heiraten kann. Und da gibt es andere, die sich um des Himmelreichs willen selbst diesen Segen versagen und sagen, ich bleibe um Gottes Reich willen und für seinen Dienst ledig. Die Antwort, was ist, wenn ich eine Frau wegen Unzucht verstoße, kann ich dann wieder heiraten? Die Antwort ist, naja, Ehelosigkeit ist zumutbar. Du bist nicht der Einzige, der ehelos leben muss. Es ist nicht dein eigenes tragisches Schicksal, oje du Armer. Das betrifft viele Menschen aus eigenem Verschulden, aus Fremdverschulden, aus eigener Entscheidung. Leb damit. Wenn du auch spazieren gehst und ein Autofahrer scheibt dich zusammen und du bist in deinem Körper nur mehr ein Spenglerwerk mit Schrauben und Blechplatten und lebst dein Leben lang unter Schmerzen, dann lebe es. Leb dein Leben unter Schmerzen und preise Gott, dass du lebst. Mach das Beste aus dem, was du hast, was du kannst. Sei nicht selbstmitleidig und wehleidig, lebe Gottes Berufung und nimm deinen gegenwärtigen Zustand aus seiner Hand. Das ist im Endeffekt das, worauf es hinausläuft. Wir leben in einer Welt, wo sexuelle Erfüllung das Höchste auf Erden ist. Das ist es nicht. Der Gott dieser Welt ist im Schritt, unser Gott ist im Himmel. Das ist ein großer Unterschied. Clemens von Alexandria hat es hier ganz gut getroffen, finde ich. Drum, Paulus sagt, den Verheirateten aber gebiete nicht ich, sondern der Herr, dass eine Frau sich nicht scheiden soll von dem Mann. Wenn sie aber schon geschieden ist, so bleibe sie unverheiratet oder versöhne sich mit dem Mann, und dass der Mann die Frau nicht entlassen soll. Schwer zu schlucken, deswegen haben die Jünger nachgefragt. Und es geht gegen alles, was in der Gesellschaft, der Welt und in Israel gelebt wurde, ehe der Herr Jesus kommen ist. Er hat ja Israel genannt, ein ehebrecherisches Geschlecht. Das hat der Herr Jesus über das Volk Gottes gesagt. Ein ehebrecherisches, ein böses Geschlecht ist es. Und es geht gegen unser Gerechtigkeitsempfinden. Das muss man auch verstehen. Warum darf selbst der Unschuldige nicht wieder heiraten? Der Grund ist nicht Gerechtigkeit, sondern Barmherzigkeit. Verstehen wir, der Grund ist Barmherzigkeit. Bleibe unverheiratet oder versöhne sich mit dem Mann. Und damit spiegelt der sogenannte Unschuldige Gottes Barmherzigkeit gegenüber dem ehebrecherischen Israel wider, dem dieser ebenso Versöhnung in Aussicht gestellt hat. Das ist der tiefere Sinn. Das ist der tiefere Sinn, der uns wieder auf die Ebene bringt, vom Großen zum Kleinen, vom Himmlischen zu dem, was sich in unserem Alltag abspielt, von der Beziehung Gottes zu seinem Volk hin zu der Beziehung vom Ehemann zur Ehefrau. Weil Gott so ist, weil Gott barmherzig ist, weil Gott warten kann, bis wir umkehren, sollen auch wir warten können, bis unser Ehepartner umkehrt, wenn wir uns getrennt haben. Und das ist so schön, ihr Lieben. Das ist ein
gewaltiges Zeugnis der Barmherzigkeit Gottes, wenn wir das so leben und tun. Im Hirt des Hermas wird es ein bisschen diskutiert. Der Hirt und der Hermas. Der Hirt ist da, der Hirte, und der Hermas fragt den Hirten, eine göttliche Erscheinung, ein paar Fragen. Herr, gestatte mir einige Fragen an dich zu richten. Rede, sprach er, nämlich der Hirte. Wenn, so sprach ich, wenn, o Herr, eine im Herrn gläubige Frau hat und diese beim Ehebruch ertappt, sündigt der Mann, wenn er weiter mit ihr zusammenlebt? Solange er nichts davon weiß, antwortet er, sündigt er nicht. Wenn aber der Mann von ihrer Sünde Kenntnis erhalten hat und wenn sich die Frau nicht bekehrt, sondern in ihrer ehelichen Untreue verharrt und der Mann mit ihr zusammenlebt, dann bekommt er Teil an ihrer Sünde und ist mitschuldig an ihrem Ehebruch, wenn er den gewähren lässt, wenn er es laufen lässt. Das heißt, nochmal, eine einmalige Verfehlung bricht nicht die Ehe. Erst der fortlaufende Ehebruch erlaubt eine Scheidung, wenn Umkehr nicht geschieht, dass man dem einmal einen Riegel vorsetzt. Und dann, wie geht's weiter? Wie geht's weiter? Was nun noch her, fragte ich weiter, soll der Mann tun, wenn die Frau in dieser Leidenschaft verharrt? Dann soll er sie entlassen, sagt er. Und der Mann soll für sich bleiben. Wenn aber seine Frau entlässt und eine andere heiratet, dann bricht er selbst die Ehe. Hier des Hermas 150 nach Christus. Das war die Haltung der frühen Christen. Wenn nun, Herr, sagte ich, die Frau nach ihrer Entlassung sich bekehrt und sie am rechten Mann zurückkehren will, darf sie nicht aufgenommen werden? Aber freilich, antwortete er, wenn der Mann sie nicht wieder aufnimmt, sündigt er, und zwar zieht er sich eine große Sünde zu. Vielmehr muss man den Sünder, der Buße tut, aufnehmen, aber nicht mehrere Mal, denn für die Diener Gottes gibt es nur eine einzige Buße. Wegen der Buße, wegen der Umkehr nun, darf der Mann nicht eine andere heiraten. Und diese Vorschrift gilt für Mann und Frau. Um der Versöhnung willen, damit eine Möglichkeit zur Umkehr besteht, ledig bleiben, Tür offen halten, beten, dass das Herz erweicht wird. Clemens von Alexandria schreibt, wer aber eine geschiedene Frau heiratet, der bricht die Ehe, heißt es. Denn wenn einer seine Frau entlässt, so veranlasst er sie zum Ehebruch. Das heißt, er zwingt sie dazu, Ehebruch mit sich treiben zu lassen. Aber nicht nur derjenige, der sie entlassen hat, lädt diese Schuld auf sich, sondern auch derjenige, der sie bei sich aufnimmt, indem er der Frau den Anlass zur Versündigung gibt. Denn wenn er sie nicht aufnehme, würde sie zu ihrem Mann ja zurückkehren. Also er nimmt ihr damit die Möglichkeit der Rückkehr. Doppelte Schuld. Wenn eine Frau eventuell aus wirtschaftlichen Gründen dann zu einer Wiederheirat genötigt wird, ist der Ehemann, der sie verstoßen hat, dafür mitverantwortlich für Gott. Ehebruch außer von Unzucht. Bei Unzucht ist Gott, der Mann, nicht verantwortlich dafür. Wenn er sie wegen Unzucht entlassen hat und sie heiratet wieder, so ist der Ehemann nicht schuld an ihren weiteren Verfehlungen, die er in ihrer ersten Ehe am Anfang genommen haben. Sie hat halt nicht aufgehört zum Sündigen, sie hat weitergemacht. Andererseits wird sie in die Sünde getrieben, wenn sie nicht wegen Unzucht entlassen wird. Das Ziel ist auch hier Versöhnung, Rückkehr zum legitimen Ehepartner. Wenn man einen Geschiedenen heiratet, nimmt man ihm die Möglichkeit, zum ersten Ehepartner zurückzukommen. Gegenüberstellung. Der alte Mensch, ein Sünder, ein verhärtetes Herz. Die gottlosen Nationen und das Erwählte wie Israel haben wir links drinnen und rechts haben wir den neuen Menschen, Heilige durch den Geist neu geboren, aus Griechen und Juden das geistliche Israel. Was ist links beim blauen Planeten? Da ist das Gesetz der Sünde im Fleisch und alle Völker sind in ihren Leidenschaften dahingegeben vor Gott. Dann haben wir bei Israel das Gesetz der Sünde im Fleisch, ganz genauso gut. Sie sind aber erwählt von Gott und haben das Gesetz des Mose bekommen. Und dann ist der Schiloh gekommen. Endlich, der Schiloh ist da. In Jerusalem hat er vom Kreuz alles auf sich genommen und hat sich zur Rechten Gottes gesetzt auf den Thron. Jetzt zieht er Leute aus Israel und aus allen Völkern zu sich in sein Reich. Und in diesem Reich, in dem neuen Leben, gilt das Gesetz des Geistes des Lebens und ein vollkommenes Gesetz der Freiheit von der Sünde. Da wollen wir hin, oder?
Und wenn man sich das so gegenüberstellt, ja, wir können nicht mehr nach den Maßstäben der in Sünde gefallenen Welt leben, das geht sie nicht aus. Wir sind berufen, in der Neuheit des Lebens zu wandeln. Und das ist schön. Da wollen wir hin. Dann machen wir jetzt wieder eine Pause und dann gehen wir da ein paar Fragen noch durch, die ich einmal zusammengestellt habe. Und wenn nachher noch was offen ist, können wir dann drüber reden. Wie lange?